Sieh dir den Mac an! Willkommen, Sonic! Wenn ich mit dir fertig bin, wende ich mich diesem Würmchen zu und werde zum King! Typisch Dr. Eggman. Willkommen zurück zu Sonic Boom. Lyrics Aufstieg. Wie auch immer, Dr. Eggman, Bossfight, endlich auch mal, ja. Normalerweise Tradition vom ersten Gebiet aus, sag ich mal. Was muss man hier tun? Ich nehme mal dich. Ah. Oh, ich hasse es, gebrauchte Raketen zu kaufen. Da, Herr. Wow, beeindruckend. Du hast aber schon die Gebrauchsanweisung gelesen. Ja. Diesmal waren auch nur zwei Schrauben übrig. Das Diesmal waren auch nur zwei Schrauben übrig. Sonst sind es immer 28 oder was. So, die Taktik ist wohl recht einfach. Die Geschosse auf ihn zurückschleudern. Das wollte ich ja schon vorher tun in dem Bereich im letzten Part. Da war es nicht angesagt, aber hier. Denn die treffen deutlich in sein Eiergesicht. Ups. Da hängt er ab. Ich könnte irgendwas machen damit. Muss was tun. Was zum? Blöden anderen Roboter. Jetzt komm schon. Knuckles, dein Job. Nicht täuschen, Sonic. Das ist alles Absicht. Nickerchen zu Ende, oder was? Okay, so läuft's. Mal im Ernst, das Ding steht mir ziemlich gut, was? Der Bart? Oder warum hast du... Ja, ist ein bisschen nervig mit den ganzen Robotern, aber ich bin der Meinung, genau das, ja doch, das war der. Den Bosskampf gab's auch schon auf der E3 zu zocken. Verwunderlich, dass so viele Passagen, die so erst so spät im Spiel erst kommen, da schon verfügbar waren. Aber so nervig mit den Millionen Robotern und geschossen war das nicht, du. Ja, ist ein bisschen tricky. Ich wechsle zu Sonic. Ihr seid alle so klein und zerbrechlich. Sollte vielleicht mich doch eher ein bisschen um die Roboter kümmern, solange er nicht schießt. Wenn die weg sind, ist es nicht von Nachteil. Wir sind nicht umsonst zu viert. Man könnte sich perfekt aufteilen. Ihr drei kümmert euch um die Robos. Ich versuche, ihn zu beballern. Blödes Teil. Nein! Sehr gut. Dein Roboter hat schon ausgeholt. Jetzt ist Sonic an der Reihe. Mal alle vier zusammen. Sehr gut, sehr gut. Na, wer wird denn gleich Akro werden? Er wahrscheinlich. Was zum? Das hier ist doch nicht vorbei. Ja, aber gleich ist es vorbei. Kann ich die auch drauf feuern? Nee, die Roboter nicht. Wirklich nur die Geschosse. Die anderen fliegen gar nicht in sein Face. Nichts wirst du nicht hinkriegen, Digga. Hilfe. Abwarten, du Klappspaten. Obwohl Eggman alles andere als ein Klappspaten ist, aber... Direkt vor dem Roboter zustoßen. Erledigen. Wie gefällt dir mein Hammer? Verdammte Axt, jetzt ist er wieder betäubt, also los! Freunde, los! Hier bin ich relativ ungestört. Oh, und ich würde sagen... Auf die Gurken, auf die Schurken! Knuckles, helf mit! Ich bin dann mal
Der Mech muss weg, weg, weg! Ha, geschafft! Schönes Halstuch, Loser! Ja, der Kristall. Warum hat er den nicht mitgenommen an seiner Stelle, ne? Und der Bildschirm wird dunkel. Eine weiche Blende. Was für ein Effekt. Da kann jemand mit Adobe Premiere arbeiten. Ja, warum? Ich will epische Zwischensequenzen. Was ist da los? Eggman wird erfolgreich in die Pfanne gehauen. Und schon wieder wird diese eklige Stadt geladen. Muss das sein? Ich mag diese Stadt nicht. Naja, das Leben ist kein Wunschkonzert. Und nu? Sind wir wieder hier. Können den Kristall auch wieder irgendwo einsetzen. Muss mal auf der Karte gucken, wo wir hinwollen. Da, ja, jetzt ist der andere Weg dran. Ich kann mich doch hier hinporten, oder? Dachte ich zumindest, am Leuchtturm. Das ist ein langer Weg, also kurzer Schnitt. Wollen wir doch mal sehen. Gleich sind wir da. Besagte Ort und Stelle. Gelle, da waren wir schon öfter. Wollten sehen, was da abgeht, aber jetzt wissen wir, dass hier jetzt was abgeht. Also, let's go! Architektonische Meisterleistung, also hat was, ja, oh, stylisch. Wahnsinn. Kommt, Jungs. Oha. Was nach Sky Sanctuary gebeamt. Wurde wohl nur für zwei konzipiert. Aber keine Panik, ich habe eine Idee. Okay, klingt cool. Lol. Trollolololololol. Sieht nice aus. Diesmal mehr Seilbahn und sowas. Mal sehen, was sie da gezaubert haben. Aber diese Gebäude sehen aus wie Kapseln, die in der Luft hängen. Und eklige, fiese Stachelbälle. Gute Wahl. Eine schwebende Stadt. Das ist unglaublich. Schaut euch das an. Ziemlich beeindruckend. Warum bricht ihr alles zusammen? Das finde ich nicht gut. Vorsicht, da fällt was runter. Solange das keiner von uns ist, ist mir das egal. Wir müssen diesen Laser freilegen. Ich glaube, der öffnet das Tor. Das hier zerstöre? Das hat geklappt. Das Tor öffnet sich jetzt. Hey, das hat geklappt? Ich hatte recht. Ja, hattest du. Spitzenklasse. Schreib's dir auf, damit wir Sonic alles darüber erzählen können. Dieser Ort ist ziemlich cool. Laser. Warum ausgerechnet Laser? Wir sind zu weit gekommen, um aufzugeben. Ich gebe nie auf. Igel geben auf. Aber Ameisenigel niemals. Nie. Niemals nie. Nein. Hör auf zu quatschen und tu was. Ich gebe auf. Hätte jetzt so gefehlt. Also wir müssen die Laser an die entsprechenden Orte lenken. Und diese Turbostreifen sind quasi dazu da, dass wir uns nicht allzu träge fortbewegen. Vielleicht sollte Amy einfach mal hier anfangen. Und dann sind wir schlauer. Und da geht's auch lang. Das mal kaputt. Ja, guck, hier werden. Hier fangen. Es ist zwar im Moment kein Laser, aber da wird er irgendwo hinkommen. Wir müssten erstmal gucken. Boah, egal, muss man so oder so destroyen. Ja. Müssen wir erstmal gucken, wo ist denn der Laser? Wo fängt der an? Wo endet er? Ich denke, wir sollten in die Mitte watscheln. Ich glaube, wir müssen hier zuerst durch. Amy gibt mir recht, ja. Das scheint hier der Anfangslaser zu sein. Und der wird hier blockiert, aber es sind noch so viele andere da, ne? Egal, das wird aus dem Weg geräumt. Einer wäre geschafft. Okay, noch zwei weitere. Ah, das war schon die Tür quasi. Okay. Wir gehen mal hier lang.
Auch bringt nicht allzu viel. Hier hoch? Hier hoch vielleicht? Ja! Ich dachte, es wäre total verwirrend, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube, das ist ganz cool, der Bereich. So. Ich mag Sprungbretter. Hier machen wir das nochmal kurz kaputt. Prima, es bleibt nur noch einer übrig. Das Tor öffnet sich erst, wenn der letzte Laser verbunden ist. Ich habe nur gerade Knuckles nochmal angeguckt, wie er so sich heroisch fühlt. Gut, zwei hätten wir schon. Und den dritten haben wir quasi schon vorbereitet. Was ist, wenn ich dahin will? Wie komme ich denn dahin? Ich kann den Laser wohl schlecht benutzen. Wir müssen einen Weg finden. Hier waren wir noch nicht, ne? Ich gehe da einfach mal lang. Oh, fällt zusammen. Was ist das denn? Nichts. Einfach nur im Hintergrund etwas. Chip, chip. Na, 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 na. Es öffnet sich. Wir sollten uns umarmen. Nein. Genau das habe ich gemeint. Wir sollten sofort weitergehen. Alter, versucht Knuckles Amy anzugraben. Jetzt nicht das erste Mal, dass ich den Eindruck hatte. Okay, hier sind wir, können wir jetzt lang, oder was? Sei vorsichtig, diese Dinger halten nicht viel Gewicht aus. Na, Amy, wie wär's mit einer Diät? Na? Ich will Gedanken machen bei dir. Okay, das war alles, was es hier zum Schauen gibt, ja? Schwach. Der Bereich gefällt mir bislang ganz gut. Knuckles hält sich aus allem raus und bleibt hier stehen. Gut. Knuckles, tu mal was für dein nicht vorhandenes Geld. Die Krone. Ich bin mal nicht so und werde mal die Krone einsacken. So, da waren wir relativ zu Beginn. Was ist das hier? Gut. Sie ist wohl nicht verkehrt. Autsch! Oha. Nur ein bisschen gestreift, aber der Rückstoß irgendwie so. Bruff. Ja, hier waren wir ja schon mal. Die haben ja schon freigelegt. Wir müssen quasi dafür sorgen. Amy? Aber ich will, dass Amy hier oben ist. Amy? Kann sich echt nicht aussuchen. Du musst mal ganz... Jetzt finde ich gar nichts mehr. Toll. Kommt der Knuckles wieder zurück. Ich glaube, hier war das doch. Ich werde es ganz kurz mal... Fuck. Analysieren. Boah, jetzt sind so viele Laser da, dass ich gar nicht mehr erkennen kann. Einer muss noch fehlen. Haben wir vielleicht eine Karte? Das, nee, bringt mir nichts. Bringt mir nichts. Wir gehen da jetzt nochmal ganz kurz lang. Wenn wir das... Voll fail. Schau sich einer diese Ringe an. Das war ja nicht der Bereich. Hier war diese komische Truhe. Ich dachte erst, hier ging es weiter, aber falsch gedacht. Wenn wir das ganz systematisch... Das ist das Tor. Nee, das ist eins der Tore. Da oben waren wir ebenfalls bereits. Und nicht umsonst sind hier die Turbostreifen. Amy, geh mal bitte hier hoch jetzt. Viele Möglichkeiten gibt es einfach nicht mehr. Warten wir auf die Plattform. Und Amy geht weiter. Alles klar, hier waren wir. Soweit so gut. Aber jetzt hier entlang. Hat funktioniert.
die einfach mal. Wir können das hier zwar zerstören, das ist wahrscheinlich auch nicht von Nachteil. Boom, es öffnet sich. Wir sollten uns umarmen. Nein. Genau das habe ich gemeint. Wir sollten sofort weitergehen. Okay, kam die Sprachanimation vorhin schon, obwohl das gar nicht gewollt war. So, verstehe. Voll und ganz. So, das muss jetzt die Tür sein. Okay, es geht los. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Yay. Oh, voll der lange Bereich. Treffen wir uns auf der anderen Seite. Warum trennt ihr euch schon wieder? Na, 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 na. Ich gehe hier entlang, über die Balken. Fall bloß nicht auf mich. Gerade wollte ich dich fragen, ob du mich fängst. Naja, ich glaube, von Knuckles ist es gar nicht so ernst gemeint irgendwie. Das ist mehr so Spaß. Na, da könnte das da oben kaputt machen, ne? Oder wir machen es für ihn. Sehr projekt. Jetzt muss man schon ein bisschen aufpassen und gucken, wo man hintritt. Ah, da springst du jetzt nicht schon rüber. Du wartest eine Sekunde, Amy. Badam. Wie geht der Weg? Ach, das ist für Knuckles mal wieder. Also sollten wir wirklich einmal failen, Gott bewahre, klopfe bitte auf Holz. Dann würde ich den Weg halt mal mit Knuckles versuchen. Nein, was machst du? Ihr sollt auch auf Holz klopfen. Ich muss jetzt hier warten. Warum springt ihr denn nicht? Du springst wie ein Mädchen. Ich will in dem Moment natürlich abspringen. Aber dann hält die sich immer da unten fest irgendwie sofort. So. Nice, nice, nice. Gleich haben wir's. Kannst du noch mithalten? Gerade wollte ich fragen, ob du noch mithalten kannst und... Warum machen wir nicht einfach weiter, ehe du dich noch verletzt? Alles klar. Wie immer alle Knuckles fragen, ob er noch mithalten kann, hat Sonic auch schon gebracht. So. Dufte! Tails Boy? Wir haben zwei Möglichkeiten. Vorschläge? Ich sehe zwei Wege. Beide gefährlich. Du entscheidest. Zwei Wege. Aber das hier. Moment mal, das ist wieder Laser. Wir müssen doch sowieso beide Wege gehen, wie es aussieht, oder? Also links. Ach ja? Da entlang? Boom! Der erste ist geschafft. Verstehe, verstehe. Meinetwegen. Wir räumen die Kisten aus dem Weg. Und werden versuchen, was wir können. Guck mal, hier geht's hoch. Boah, ich dachte, wer... Wozu ist das hier? Wozu ist das hier? Okay, ich habe nichts gesagt. Eine versteckte Kammer. Ich habe die Klappe halten müssen, also... Seid ruhig. Das ist scheinbar das Ende einer Seilbahn. Möchte ich hier entlang? Boah, verflixt großer Bereich, aber irgendwie... Das ist doch nicht so schlimm. Auch nicht riskant mit deinem Hammer da. So, erstmal den kaputt machen. Ich muss mal gucken, wo das überhaupt hinführen soll. Wo soll ich das denn wissen? Nur sagen einfach so. Zu dem jeweils nächsten. Na, anders geht's gar nicht. Ich glaube, da soll er nicht hin, der Laser. I'm firing my laser! Doch, das sieht gut aus. Und sie bekommt auch wirklich alles ab. Bam. Bam. Was? Naja, scheinbar ein Knick in der Optik. Müssen wir anders machen. Wir könnten... Mann, die Kamera! Kann die nicht mal stillhalten? Die regt mich gerade ein bisschen auf. Macht überhaupt keinen Sinn. Den kann man gar nicht verschieben. Macht jetzt... Hä?
Ist jetzt doof. Das macht auch keinen Sinn. Das macht auch keinen Sinn. Das ist wirklich das Einzige, was Sinn macht hier. Den kannst du eh nicht verschieben, ne? Ah, warte, der hat hier eine Schiene. Den müssen wir schon ranholen, aber wie denn? Aha. Dacht schon. Aller guten Dinge sind zwei. Aller guten Dinge sind drei, Knuckles. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es zwei sind. Puh, puh, puh. So, jetzt müssen wir gucken, in welche Richtung es jetzt noch geht. Wo waren wir denn noch nicht? Da waren wir schon. Also wenn man das so sieht, würde man echt denken, das wäre voll unübersichtlich, aber irgendwie finde ich mich gut zurecht. Nämlich da rechts sind wir ja hergekommen, glaube ich. Und jetzt dieser rechte Weg, den wir am Anfang nicht gegangen sind, quasi. Oder? Willkommen in der Knuckles-Exklusivzone. Zeit für meine Lieblingsbeschäftigung. Warum denn? Wo denn? Geht's da lang? Ah. Wenn er das schon sagt, wird das irgendeinen Grund haben. Ja doch, da sind noch mehr Laser. Ich laufe da mal ein bisschen. Wir hatten hier diese Rasiertlinge installiert. Finde ich gar nicht lustig. Das muss laufen. Okay. Bumps. Verschieben, aber wohin? Ach, die müssen alle noch verschoben werden. Okay. Echt jetzt? Geht's da noch weiter, die muntere Reise, die wilde Fahrt? Achtung! Gut, dass man nicht runterstürzt. Jetzt machen sie es langsam tricky. Wo soll denn der Laser im Endeffekt hin? Auch nicht. Denk mal nach da. Der muss dahin, der muss dahin, der... Boah. Der Laser ist momentan hier. Wir beginnen mit dem. Was heißt... Der muss rüber. Eigentlich muss jeder verschoben werden, so wie er verschoben werden kann. Man hat ja kaum Möglichkeiten. Gute Arbeit. Nur noch einer übrig. Echt? Ich dachte, das wären sie. Wo waren wir noch nicht? Warte. Hier ist ja noch was, ne? Ach, hier geht's ja schon los. Hier waren wir doch am Anfang, kann das? Ah, aber den leichtesten noch nicht. Tatsächlich, guckt euch's an. Teilkammer, wir kommen. Guckt euch's an. Oh, der hätte auch keinen Pfeil gebraucht. Ich hätte das schon hinbekommen. Und da war irgendwie noch ein Pfeil. Habt ihr das gesehen? Hier. Hey, hey, hey. Geilomat! In dem Moment natürlich irgendwie irgendwelche Glitches. Wie eine Flipperkugel. Wir müssen wohl da hochkommen. Hä, kein Boss. Ich hab gedacht, jetzt kommt irgendwas. Böses, wenn er schon so... Hm? Hm? Hier am Rand habe ich was gesehen. Was? Oh, der Kristall ist weggesperrt und wird von Lasern bewacht. Toll! Damit habe ich nicht gerechnet. What the fuck? Was war das für ein Geräusch, Alter? Gut. Heute ein bisschen Hirnschmalz. Tut dem Spiel auch gut. Also das Game geht nicht nur irgendwie irgendwann mal bergab, sondern es hat auch so seine Sternstunden. Der Laser geht darüber, aber ich frage mich jetzt, wie wir selbst darüber gehen. Amy, du darfst wieder. So nämlich. Was zum... Oh, ich dachte, die fällt runter, die Alte. Ich dachte, sie fällt runter.
Gut. Ist ja auch recht simpel. Also das kann ja jedes Kind lösen, diese Laser-Rätsel. Oder sagen wir Geschicklichkeitspassagen. Aber wenn man sich blöd anstellt, steht man hier auch mal gerne auf dem Schlauch. Das kann schon passieren. Dahin! Da sind sie ja. Sieht aus, als würden sie da vorne landen. Sonic, du hast es geschafft, wie schön. Als ich wusste, du hast die Karte, konnte ich mich einfach zurücklehnen und darauf warten, dass du alle Kristalle für mich holst. Und jetzt, gib sie her. Kommt nicht in Frage, Blindschleiche. Ach ja, was deine Freunde wohl dazu sagen. Hey, tut das nicht. Wir können es schaffen. Na schön, Lyric. Du hast bekommen, was du wolltest. Lass ihn gehen. Ich habe eine bessere Idee. Jetzt ist unsere Rechnung beglichen.